Hallo und herzlich willkommen zur Folge 114 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich riesig, dass ich dich heute in dieser Folge begrüßen darf und mit dir ein richtiges Erfolgsbeispiel teilen kann. Wenn du mich schon eine Weile verfolgst, weißt du, dass ich seit diesem Jahr regelmäßig Online-Trainings gebe. Ich habe angefangen im Februar, habe eins zum Thema Selbstführung gegeben und seit Mai bin ich mit dem Schwerpunkt Netzwerken unterwegs, wo ich dir meinen Erfolgsfahrplan Netzwerken vorstelle. Über den Erfolgsfahrplan Netzwerken habe ich ja in der vorletzten Folge 112 vom Kommunikationstango gesprochen, die ich dir in den Shownotes zu dieser Folge nochmal verlinke. Im Juni 2020 war in meinem zweiten Online-Training Netzwerken Christine Kühne dabei. Christine ist Business Coach und Trainerin und unterstützt vor allen Dingen Führungskräfte, weibliche Führungskräfte, die Mütter sind. Und Christine hat mich ankontaktiert vor dem Training und hat mir ihre Herausforderungen in puncto Netzwerken dargestellt. Ich habe sie dann ins Training eingeladen und vor kurzem, also gut 10 Wochen nach dem Training, habe ich von ihr eine Nachricht auf Xing bekommen, in der sie mir schrieb: Dein Netzwerk-Workshop hat mir so viel gebracht. Ich bin letzte Woche über 2000 Mal, Klammer auf, wirklich, Ausrufezeichen, auf den Startseiten bei Xing erschienen. Das war für mich Grund genug, Christine in den Kommunikationstango einzuladen und damit aus Teilnehmerinnen-Sicht einmal dir einen Einblick in meine Online-Trainings zu geben. Und für mich ist dieses Interview auch ein besonderes Highlight, weil ich auf diese Weise erfahren kann, was tatsächlich umgesetzt wurde. Zum einen, also Christine teilt mit dir ihre wichtigsten Lernerfolge und auch ihre wichtigsten Umsetzungserfolge aus dem Training, darüber hinaus aber eben, wie sie auch jetzt noch von dem Training profitiert. Und das ist etwas, was, das kann ich dir an der Stelle schon sagen, nicht auf meinem Umsetzungsplan stand für das Training. Christine hat nämlich aus diesem Online-Training nicht nur jede Menge neue Xing-Kontakte mitgenommen, sondern mit 2 anderen Teilnehmerinnen, die sie vorher nicht kannte, die sie also das erste Mal im Rahmen dieses Trainings virtuell kennenlernte, eine Mastermind-Gruppe gegründet. Es sind 3 Frauen, die sich jetzt gegenseitig unterstützen und die jede Woche Montag miteinander in den Austausch gehen und die sich jetzt auch schon persönlich kennengelernt haben. Also, wenn du dich jetzt noch fragst, warum du das Thema Netzwerken angehen solltest und warum du das mit einem Online-Training bei mir tun solltest, dann hör dir unbedingt diese Podcast-Folge an. Ich veranstalte vom 26. bis 30. Oktober 2020 das 4. und letzte Training Erfolgsstrategie Netzwerken für dieses Jahr. Und es wird auch das letzte Training sein, was ich in der bisher bekannten Form live mitbegleite. Ich werde aus diesem Training ein Online-Training entwickeln, einen Selbstlernkurs, den du dann für dich sozusagen heimlich und still in deinem Kämmerlein machen kannst. Aber wenn du noch mal live dabei sein willst, dann setze dich jetzt auf die Warteliste oder melde dich direkt an, je nachdem, was gerade freigeschaltet ist, unter www.anja-schäfer.eu/netzwerken und dann sei mit dabei. Ich kann dir jetzt schon eine magische Woche versprechen. Jetzt
Lass dich inspirieren, motivieren und informieren. Höre, was Christine aus dem Training für sich mitgenommen hat. Sie teilt ganz viele Tools und Tipps mit dir, auch noch darüber hinausgehend. Und vor allen Dingen, such dir das raus, was für dich passt. Komm zum Training hinzu und setze für dich um. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude und Spaß beim Zuhören. Christine Kühne, herzlich willkommen im Kommunikationstango. Ich freue mich riesig, dass ich dich als ehemalige Online-Training-Teilnehmerin heute zu deinen wichtigsten Learnings und zu deinen größten Erfolgen zum Thema Netzwerken befragen darf. Herzlich willkommen. Liebe Anja, ich freue mich total, dass du mich gefragt hast und bin ganz gespannt, was du mir an Fragen stellen wirst und was ich an die Community weitergeben darf. Liebe Christine, ich will dich zu Beginn vorstellen und da auch so ein bisschen die Geschichte erzählen, wie wir zueinander gekommen sind. Ich weiß jetzt nicht, wo du mich entdeckt hattest, ob es jetzt Xing war, LinkedIn oder die Webseite. Du hast mir jedenfalls eine Kontaktanfrage geschickt, meine ich, und mich gefragt, ob wir mal kurz zum Thema Selbstständigkeit, Frauen in Führung uns austauschen können. Kannst du kurz noch berichten, wie du mich gefunden hast? Genau, ich weiß noch ziemlich genau, das war über Xing. Ich habe mich damals sehr mit diesem Thema Netzwerken gedanklich schon auseinandergesetzt und ich habe mich auf die Suche gemacht nach Frauen, die das Thema haben und auch Frauen, die sich mit Führungsthemen auseinandersetzen. Denn ich mache das heute, ich unterstütze heute Frauen, im Besonderen Mütter, die berufstätig sind und in Führungspositionen möchten, unter anderem. Und da bin ich auf dich gestoßen und dachte, ach, ich traue mich einfach, dich anzuschreiben. Und daraufhin hast du mich in deinen virtuellen Kaffee eingeladen, montags, 8 Uhr. Und wir haben dann ein Gespräch geführt, ein Telefonat, woraufhin du mich in das Netzwerktraining eingeladen hast. Und da hatten wir dann ganz viel und intensiv miteinander zu tun und ich habe daraus ganz viel mitgenommen. Wunderbar, wunderbar. Also, liebe Zuhörerin, es lohnt sich auf jeden Fall, Kontaktanfragen zu stellen. Das finde ich nochmal ganz, ganz wertvoll. Liebe Christine, vielen Dank fürs Teilen. Auch wenn du die Person noch nicht kennst, ne? Und es lohnt sich auf jeden Fall. Liebe Christine, ich würde gerne unser Interview starten mit der Frage: Wie bist du für dich so richtig in Führung gegangen? Der Podcast richtet sich ja an Frauen, die für sich, für ihre Ziele, für ihre Wünsche, für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung gehen. Was war jetzt so für dich eine Herausforderung und wie hast du die gemeistert? Ich bin im letzten Jahr mehr oder weniger gekündigt worden zum dritten Mal in meinem ursprünglichen Bereich. Ich komme aus der Restaurierung und Kunstgeschichte. Und ich habe diese Herausforderung angenommen und mir überlegt, wo möchte ich eigentlich hin? Was ist das, was mich antreibt? Wofür schlägt mein Herz? Was begeistert mich? Habe dann eine Weiterbildung machen dürfen zum Business Coach, Trainerin und Change Managerin. Und in diesem Zusammenhang durfte ich selber nochmal ein Coaching durchlaufen, habe meine Werte erarbeitet, habe geguckt, welche Unternehmen zu mir passen. Und da klopfte schon das Unternehmertum an die Tür und ich brauchte dann noch weitere Informationen und mein Netzwerk, was ich dann angefangen habe aufzubauen, um über den Rubikon zu gehen. Und das ist passiert am 28. Mai diesen Jahres und seitdem läuft es einfach. Ich bin im Flow, es kommen Dinge auf mich zu, ich lerne die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt kennen. Es ist einfach großartig. Und am allertollsten ist es, dass ich jetzt das machen kann, wozu ich berufen bin, nämlich Müttern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu helfen. Eine große Herausforderung. Ja, wunderbar. Also hast dich entschieden, vom Prinzip her nach der Kündigung eine Weiterbildung zu machen und bist jetzt seit dem 28. Mai selbstständig als Business Coach und Trainerin. Und ein Thema,
so sind wir ja auch miteinander in den Austausch gekommen, war das Thema Netzwerken. Wenn du jetzt nochmal zurückschaust, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du das Training im Juni besucht. Was war sozusagen der Status quo in puncto Netzwerken? Und was war für dich auch so ein bisschen der Grund, dich für das Online-Training anzumelden? Also puncto Netzwerken, ich bin ganz ehrlich, ich hatte, bevor ich deinen Kurs gemacht habe, große Manschetten sozusagen in die Öffentlichkeit zu gehen. Also mich einfach nur zu vernetzen, dass die Anfrage, die ich an dich gestellt habe, war eine absolute Ausnahme für mich zu dem Zeitpunkt. Und das habe ich sehr schnell in deinem Training verstanden und dann auch umsetzen dürfen, dass es gar nicht so schwierig ist und dass das Netzwerken auch hilft mit meinen Themen. Also ich bin auf verschiedene Themen habe nur Hilfe bekommen, weil ich dann nach und nach dieses Netzwerk weiter ausgebaut habe. Wunderbar, cool, super, vielen Dank. Christine, und wenn du jetzt dich so in die Woche zurückerinnerst, kannst du mal beschreiben, wie das Training abgelaufen ist? Genau, du hattest mich ja gefragt, Online-Training, warum gerade dafür? Ich meine, klar, jetzt in Zeiten von Corona ist das natürlich besonders, aber ich finde dieses Online-Format auch total cool. Also wir haben das damals über ein Videomeeting gemacht mit den Teilnehmerinnen und das lief so ab, dass wir uns morgens immer um 8 Uhr getroffen haben, alle zusammen, und es eine Aufgabe von dir gab, wir kurz zu dieser Aufgabe gesprochen haben. Und was ich besonders schön fand, war, wir hatten an 2 Abenden nochmal so ein Smalltalk-Abend, auch übers Videochatten. Und da ging das über Breakout-Rooms, dass wir uns sehr schnell kennengelernt haben. Ich glaube, es war eine Gruppe von 25 Frauen, relativ groß. Und wir kamen durch diese Breakout-Rooms, wo wir uns einzeln kennengelernt haben, sehr schnell in sehr verbindlichen Kontakt, sodass ich bis heute mit 2 Frauen regelmäßig morgens jeden Montag nach deinem virtuellen Kaffee mich treffe und wir uns austauschen zu unserem Unternehmen, welche Ziele wir haben und wohin es für uns geht. Wow, also läuft es mir sozusagen ein bisschen kalt den Rücken runter, ne? Liebe Zuhörerin, das sind ja Informationen, die ich auch nicht jeden Tag bekomme, ne? Dass das so schön nachgewirkt hat. Liebe Christine, ich würde gerne trotzdem nochmal zurückgehen, bevor ich dich natürlich noch ausführlich dazu befrage, was du mitgenommen hast aus dem Training. Hattest du nicht am Anfang so die Vorstellung, das ist ein Online-Training, wie soll da das mit dem Netzwerken funktionieren? Im Vergleich zu dem Offline-Netzwerken, was ja viele von uns vorher wesentlich ausführlicher gemacht haben als virtuelles Netzwerken über Online-Tools wie Zoom. Ja, tatsächlich, es ist ein guter Punkt. Das ging mir auch so. Also vorher wirklich dieses Treffen, sowas wie Frau und Business, war zu dem Zeitpunkt nicht möglich. Und tatsächlich hätte ich mir nicht vorstellen können, dass dieses Netzwerken auch rein online funktioniert. Also wenn man sich face-to-face trifft, dann guckt man ja, wie sind so die Sympathien, tauscht man Visitenkarten aus. Das funktioniert online anders. Mhm. Für mich ist es online einfacher, weil tatsächlich dieses Smalltalken und so weiter, das fällt mir schwer. Aber mal eine Anfrage zu stellen mit einem netten Text, vor allen Dingen dann, wenn Leute schon auf meinem Profil waren, das nutze ich immer ganz gerne zu sagen, ich habe gesehen, sie sind in meinem Profil, ich gucke dann ein bisschen, in welchen Bereichen die Leute unterwegs sind und dann lade ich die in mein Netzwerk ein. Mhm. Und ich habe bisher, ich würde mal behaupten, keine einzige Ablehnung bekommen. Das haben alle meine Einladungen angenommen. Das ist ja super klasse. Und das ist ja auch ein Tipp, den ich in den Trainings immer gebe, vom Prinzip her. Es ist das Einfachste, mit Menschen in den Austausch zu kommen, die irgendwie schon mal bei dir angedockt haben. Und da ist sicher ein wertvoller Tipp,
zu gucken, ne, wer ist in meinen Profilen gewesen, wer hat sich mein Profil angeschaut in den sozialen Business-Netzwerken wie Xing und LinkedIn und denen dann eine Kontaktanfrage zu schicken. Ja. Das ist ein wichtiger Tipp. Hast du sonst noch etwas, was du für dich aus dem Training mitgenommen hast? Ich würde jetzt vielleicht mal fragen, die drei besten Learnings oder die drei wichtigsten Learnings für dich aus dem Training? Tatsächlich, wenn man sagt, ja, für sich selber, man hat Schwierigkeiten, so eine direkte Kontaktanfrage zu stellen, ja, tatsächlich so ein Training wie bei dir zu machen, also ein Webinar zu besuchen, ein virtuelles Training und dann im Nachgang sich auf jeden Fall vernetzen, weil es da einen guten Anknüpfungspunkt gibt. Wir waren zusammen im Training, ich würde mich freuen, sich den Stress zu nehmen, dass man mit jedem ellenlange Kommunikation danach führen muss, sondern das kann ja auch jemand sein, mit dem man erstmal jetzt so lose im Kontakt ist und dann irgendwann im Verlaufe der beruflichen Entwicklung nochmal auf denjenigen, diejenige zurückgreift und da darf man sich von frei machen, dass dann endlos hin und her geschrieben werden muss. Darf man natürlich, klar. Mhm. Und das Dritte ist, tatsächlich sich zu trauen, das Netzwerk um Unterstützung zu bitten. Also zu gucken, wenn ich mir ein Netzwerk, welche Netzwerke brauche ich und wer ist da in meinem Netzwerk, wen kann ich direkt ansprechen, um Unterstützung zu bekommen. Okay, wunderbar. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Also das Erste war, sich selber Unterstützung zu holen, ne, in Form eines Trainings, in dem ich für mich sage, okay, Netzwerken ist für mich eine Herausforderung. Ich gucke mal, dass ich zu einem Training gehe und mir schaue, wie das andere machen. Ne. Das Zweite war, einfach in den Kontakt zu gehen und die Vernetzung aktiv anzugehen. Das ist ja auch etwas, was ich empfehle, also proaktiv zu werden und nicht darauf zu warten, dass mein Gegenüber auf mich zukommt, sondern selber in den Austausch zu gehen. Und der dritte Punkt ist einfach zu gucken, wem habe ich in meinem Netzwerk, der mich bei meinen Projekten unterstützen kann und wie spreche ich die Person an. Was ist denn so dein größter Erfolg aus diesem Netzwerktraining? Oder wenn du zwei hast, dann auch deine zwei größten Erfolge? Ein bisschen habe ich es ja schon erzählt, tatsächlich dieses Unternehmerinnen-Netzwerk, also wir sind drei Frauen, Unternehmerinnen treffen uns jeden Montag um 8.30 Uhr auch über einen Videochat. Jetzt muss ich hier ganz kurz nochmal einhaken, ihr habt euch vorher nicht gekannt. Wir kannten uns vorher nicht, genau, wir haben uns bei deinem Training kennengelernt und tatsächlich auch in diesen Breakout-Rooms festgestellt, dass das super passt. Und uns direkt danach über WhatsApp verständigt, ob wir nicht eine kleine Gruppe bilden können. Und jetzt ist es so, dass es einen Sonntagsimpuls gibt, über den wir sprechen, unsere drei Ziele und wir uns gegenseitig in unserem Business beflügeln. Und damit habe ich nicht gerechnet. Also das ist wirklich so toll. Und das Zweite ist wirklich meine Sichtbarkeit. Sowas von hochgeschraubt bei Xing und bei LinkedIn. Weil natürlich, je größer das Netzwerk ist, die Leute mehr teilen, auch dem Netzwerk beitreten wollen und so weiter. Und da ist eine ganz tolle Sichtbarkeit jetzt in den letzten drei Monaten entstanden, die mich selber immer noch plättet. Okay, also das sind ja Highlights ohne Gleichen. Liebe Zuhörerin, ich bin auch ganz erfreut natürlich darüber als Trainerin, aber auch eben sehr überrascht, weil das sind ja Dinge, die ich nicht geplant habe. Ne? Das steht ja nicht auf meiner To-Do-Liste im Rahmen des Netzwerktrainings, sondern ich freue mich auch immer riesig, wenn ich sowas erfahre, dass so Trainings so nachwirken und auch so nachhaltig nachwirken. Und ich finde das großartig, liebe Christine. Dankeschön. Ja, ne, das ist ja jetzt nicht selbstverständlich. Nee. Noch, ne, das Training war ja schon im Juni. Wir sind jetzt drei Monate danach, dass da immer noch so ein regelmäßiger Austausch ist und jede Woche aus dem Training sozusagen sich mit Netzwerkpartnerinnen zu verabreden. Das finde ich super klasse. Was ist jetzt in puncto Netzwerken das, was du für dich als nächstes angehen wirst?
Ich möchte jetzt anfangen, regelmäßig einen Blogbeitrag zu schreiben und ein Newsletter zu bedienen. Mhm. Da sitze ich gerade dran. Und langfristig tatsächlich auch ein Podcast zu machen. Aber für mich steht jetzt erstmal noch im Vordergrund, weiter das Netzwerk auszubauen. Tatsächlich, ich stehe erst am Anfang. Ich bin da dank deines Trainings schon ganz gut aufgestellt, aber es geht natürlich auch immer noch ein bisschen mehr. Und da freue ich mich einfach drauf. Es macht doch total Spaß, so tolle Leute kennenzulernen. Das Netzwerktraining werde ich jetzt wieder veranstalten. Vom 12. bis 16. Oktober 2020 gibt es wieder ein Online-Training Erfolgsstrategie Netzwerken in dem Format, wie du das kennengelernt hast, also mit Impulsen. Diesmal wird das Training live abends stattfinden, nicht morgens, weil ich halt Rückmeldung bekommen habe von vielen Frauen, die sagen, mir wäre es abends lieber. Da gibt es also immer von 20 Uhr bis 21 Uhr einen täglichen Impuls. Und wenn du jetzt nochmal zurückschaust, wem würdest du ein solches Training empfehlen? Warum sollte die Zuhörerin, die jetzt diese Podcast-Folge sich anhört, bei dem Training live dabei sein? Ich empfehle das Training allen Frauen, die noch Hemmungen haben, sich auf Xing und LinkedIn zu vernetzen. Also wirklich, wenn da eine Hürde ist innerlich, wo man denkt, oh, will ich jetzt wirklich in die Sichtbarkeit und ich traue mich nicht, dann ist das Training von Anja genau das Richtige. Wunderbar, danke dir. Also, liebe Zuhörerin, melde dich ganz schnell an unter www.anja-schäfer.eu/netzwerken und dann sei mit dabei. Es wird das letzte Netzwerktraining in diesem Jahr sein. Wenn du das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen kannst für dich, liebe Christine, was war so der beste Tipp, den du im Rahmen des Trainings für dich umgesetzt hast? Tatsächlich nochmal zu gucken, welche Netzwerke brauche ich denn? Ja, es war eine Aufgabe, kann ich mich sehr genau dran erinnern. Und da kamen nicht nur Business-Netzwerke. Da kamen bei mir Netzwerke. Ich hätte gerne Menschen, die mir bei der Reparatur von meinem Fahrrad oder hier im Haushalt helfen. Okay. Ich brauche ein Netzwerk an Menschen, die auf meine Kinder aufpassen. Und das für sich zu definieren, wir haben das in deinem Training definieren dürfen, und dann zu gucken, wie komme ich dahin? Welche sind die Schritte, die ich machen könnte? Wen könnte ich konkret fragen und einladen? Das war für mich ein Riesenschritt, weil ich dadurch erstmal erkannt habe, ich brauche ein Netzwerk, und das Zweite ist, es aktiv anzugehen. Also nicht zu warten, bis der Postbote vor der Tür steht, sondern den Postboten zu fragen, kannst du mir bitte das und kannst du das und das für mich tun? Ja, ja, ja. Und auch für sich zu erkennen, dass Netzwerk nicht unbedingt rein businessbezogen ist, so würde ich das jetzt sehen, sondern ja, dass man das größer denken darf. Und ja, umgekehrt, wenn man Netzwerken bislang eher im privaten Rahmen gemacht hat und sich im Business da zurückhält, dass man diese Kompetenz, die man ja in bestimmten Bereichen hat, jetzt auch in Themenfelder mitnehmen kann, in denen man bislang noch nicht so aktiv und damit auch noch nicht so sichtbar ist. Liebe Christine, du bist ja jetzt sichtbar geworden, hast vieles in puncto Sichtbarkeit für dich gemacht und bist jetzt auch mit eigenen Themen unterwegs und hast mich ja selber auch schon eingeladen zu deinem Workshop. Du bietest jetzt einen Workshop an. Mhm, willst du da noch mal ein bisschen ausführlicher erzählen, was du da machst? Genau. Das nennt sich Remote Energizer und es geht darum, dass wir in Zeiten von Corona natürlich alle ganz schnell auf Videochats und Meetings umgestiegen sind, die zum Teil auch sehr viel Energie fressen. Also ich habe zum Teil auch in Webinaren gesessen, die wirklich über 6 Stunden gingen und da kann man einfach irgendwann nicht mehr folgen. Man sagt so 15 Minuten Aufmerksamkeit und dann sollte man als Trainer, Trainerin, Workshopleiterin schon etwas verändern, das Medium verändern etc. Und was ich mache, sind Remote Energizer, das heißt mit Bewegung, mit Kreativität,
die Zuhörerinnen und Zuhörer wieder aktivieren. Und es macht total viel Spaß, weil wir da konkrete Übungen machen. Es ist ein 2-Stunden-Training und ich lerne immer wieder neue, tolle Leute auch darüber kennen. Und es gehen immer alle ganz glücklich aus diesem Training und nehmen es in ihre Teams mit, in ihre Meetings und setzen das um. Und es ist ein reines Online-Training ja, wirkt auch danach. Das finde ich auch immer so spannend. Hast du einen Remote Energizer, den du jetzt mit uns teilen kannst? lass mich kurz überlegen. Ja, und zwar wäre das etwas, es geht natürlich geht darum, das auch im Team dann zu teilen. Aber liebe Anja, du darfst jetzt mal an deinem Schreibtisch umhergucken. Und dir einen blauen Gegenstand heraussuchen und den beschreibst du mir dann. Das mache ich auch und wir teilen uns das gegenseitig mit. Okay, also ich habe gerade einen blauen Kuli in der Hand. Ja, super. Mit einer Werbeaufschrift, okay. Also, dass ich sozusagen meine Augen nicht die ganze Zeit auf dem PC habe, sondern auch mal wandern gehen darf. Ist das der Energizer? Genau. Also es gibt unterschiedliche Abstufungen. Es geht darum, mal den Blick wegzunehmen. Es gibt auch Übungen, wo man aufstehen kann. Es gibt Übungen, die man zusammen am Laptop-PC machen kann, einfach damit das Gehirn ein bisschen die Richtung verändert und man anders denkt, damit man wieder aktiviert wird und die Aufmerksamkeit geschärft wird für das, super, was man macht. Vielen lieben Dank und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dich das jetzt interessiert, dann geh einfach in die Shownotes unter www.anja-schäfer.eu/Folge 114. Das ist die Folge mit der Christine. Da findest du den Link zu dem Workshop und dann melde dich zu diesem Workshop an und dann wirst du 2 Stunden lang von Christine sozusagen inspiriert, wie du aktiver bei Online-Trainings sein kannst und ich werde mir das, und dann profitierst du auch noch mehr von meinen Trainings. Liebe Christine, vielen lieben Dank. Hast du noch einen Buchtipp, der dich persönlich beeinflusst hat? Ja, tatsächlich. Simon Sinek, Das unendliche Spiel. Er ist ja bekannt für das Buch Frag immer erst warum oder Start with Why. Das ist das Folgebuch und es geht darum, warum manche Unternehmen lange am Markt bestehen und andere nicht, und ist eine echte Empfehlung. Okay, wunderbar. Simon Sinek, Das unendliche Spiel, findest du auch in den Shownotes, liebe Zuhörerin. Und liebe Christine, hast du aus dem Online-Training, Erfolgsstrategie, Netzwerken so einen Erfolgssatz für dich mitgenommen? Ja, tatsächlich. Ich traue mich, mich einfach zu vernetzen. Und dann gucke ich, was passiert. Okay, wunderbar. Also, das ist auch etwas, was ich dir, liebe Zuhörerin, weitergeben will. Sich einfach zu trauen, Anfragen zu stellen. Mehr als Nein wird mein Gegenüber nicht tun. Mehr als eine Ablehnung kann ich nicht bekommen oder sozusagen, dass gar nichts passiert. Sondern in der Regel, und das hat ja Christine gerade so schön geschildert, kannst du dadurch nur gewinnen. Letzte Frage an dich, liebe Christine. Wenn ich jetzt als Zuhörerin ein Thema habe mit Frau in Führung und Mutter. Das ist ein Thema, was ich beispielsweise nicht abdecke. Ich habe keine Kinder. Ich werde zwar dazu immer mal wieder gefragt. Liebe Christine, wie kann ich mit dir in Kontakt treten und was bietest du ganz konkret zu diesem Themenfeld an? Mhm. Ich habe eine Webseite, wowmom.business, und da kannst du als Mutter draufgehen und ich helfe dir zum Beispiel bei den Themen Wiedereinstieg in den Beruf, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wie kann ich zum Beispiel auch mit meinem Arbeitgeber darüber sprechen, wie ich nach der Elternzeit wiederkomme, dann auch im Unternehmen als Mutter Führungskraft zu werden. Was ist das für eine Herausforderung auch zu Hause? Und den dritten Punkt, den ich habe, ist, wenn du Unternehmerin und Mutter bist, was brauchst du noch, um dein Business voranzutreiben? Wo stehst du da? Wie kannst du gut mit deinen Ressourcen umgehen? Wunderbar. Also, liebe Zuhörerin, wenn du Frau und Mutter bist und Führungskraft, egal ob selbstständig oder angestellt, lohnt es sich sicher, mit Christine in den Austausch zu kommen. Ihre Kontaktdaten findest du in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu/Folge 114.
Liebe Christine, das war's. Ich danke dir ganz sehr, dass du deine Erkenntnisse, deine Lernerfolge, deine tatsächlichen Umsetzungserfolge mit mir geteilt hast. Ich danke dir, dass du sozusagen meiner Einladung gefolgt bist, ein Erfolgsbeispiel zum Thema mehr Sichtbarkeit durch Netzwerken zu sein und zu werden. Und hast du noch eine Sache, die du gerne zum Abschluss mitgeben willst? Ja, einfach dir Danke zu sagen für den Impuls. Und ich bin einfach, ja, ich bin immer noch erstaunt, was da passiert, wenn man netzwerkt. Und ja, und das habe ich dir zu verdanken. Toll. Danke.